Herzlich willkommen zur Pressekonferenz zum Thema Werder TV Inside. Ja, die Gerüchte stimmen. Inside ist wieder da. Also irgendwie anders. Nicht wöchentlich, nicht vor oder nach irgendeinem Bundesligaspiel, sondern immer dann, wenn wir gebraucht werden. Also quasi wie ein YouTube-Superheld. Superkraft. Lieber fliegen oder lieber unsichtbar? Wenn es besondere Events gibt, wenn es besondere Themen gibt oder wenn ihr einfach mal wieder diesen ganz besonderen Einblick in die Werder-Welt braucht, genau dann ist Werder TV Inside für euch da. Alt oder forever jung? Ja, okay, witzig, ich verstehe, Werder TV Inside ist alt. Aber erstens ist man nur so alt, wie man sich fühlt. Und zweitens, wenn das ein Problem ist... Dann mache ich das heute einfach. Ich bin Tadeo und ich freue mich wirklich, heute hier sitzen zu dürfen. Das musst du jetzt sagen, gell? Nö, was ich sagen muss, ist Moin und herzlich willkommen zu Werder TV Inside, zu Werder Kids Week. Hi, ich bin Lukas und ich schaue heute mit meinen beiden Kollegen vom Werder TV, Tadeo und Yara, hinter die Kulissen. Und wir nehmen euch mit, überall hin. Hallo, ich bin Yara und ich zeige euch heute mal das Stadion. 1, 2, 3, move! I gotta go fast with the pace that's spreading. Hard to keep up with my dynamic, really fun attitude. Anyone in the mood better hurry up, cause the run when I'm on the move. Also, hier sitzt unser Trainer. Cool, was eine Aussicht. Wir auch mal? Ja. Wir dürfen jetzt sogar mal Tor ansagen, meinte ich. Tor für Werder. Bremen! Mit unserer Nummer 11. Niklas Füllkrug. Hier darf eigentlich keiner rein, aber ich schon. Das hier ist das Kino unserer Mannschaft. Stadionführung kann bei Werder übrigens jeder bekommen, egal ob Anthony Jung oder Leo Messi. Oder ihr feiert einfach euren Kindergeburtstag hier. Alle Infos dazu auf werder.de. Ja! Aber wir haben noch mehr für euch. Zum Beispiel ein Interview mit unserem Kapitän. Jetzt klopft's. Grüß Gott. Kommt rein. Das ist unser Kino. Da haben wir immer Videoanalysen. Ich habe gehört, ihr habt Fragen dabei. Gewinnst du lieber 1-0 oder 3-2 aus Verteidigersicht? Aus Verteidigersicht spreche ich ganz klar, ich glaube nicht nur ich, sondern auch meine Verteidigerkollegen, ein 1-0 auf jeden Fall zu 0 zu spielen. Ist immer was Besonderes, was Schönes. Die Offensivspieler werden natürlich sagen 3-2 wahrscheinlich, weil sie dann mehr Tore schießen können. Aber für uns geht es natürlich ums Verteidigen und deshalb würde ich immer ein knappes 1-0 nehmen. Was war so dein erstes Trikot und dein Idol früher? Boah, ich hatte damals noch, als ich Stürmer war, war es auf jeden Fall Thierry Henry von Arsenal. Das war ein Trikot, das hatte ich ganz am Anfang. Und dann weiß ich auch noch, natürlich mit David Alaba habe ich sehr engen Kontakt. Deshalb war das auf jeden Fall auch einer. Aber Sergio Ramos. Hat jemand meinen Namen gesagt? Das war für mich immer die Nummer eins, vor allem dann als Verteidiger. Deshalb würde ich sagen, Henry und Ramos waren die zwei. Die dann meine Jugend auch ein bisschen geprägt haben, weil ich dann sehr, sehr gerne die Spiele von denen angeschaut habe. Habt ihr auch Vorbilder? Ja, also mein Lieblingsspieler ist jetzt Neymar. Meiner Jadon Sancho, der leider jetzt ein bisschen untergegangen ist bei Manchester United. Aber jetzt läuft es ja wieder gut. Dort. Ja, aber, ja, jetzt leicht verletzt, aber das wird schon wieder. Natürlich. Und du? Also von Werder so Füllkrug und halt. Ja, das musst du jetzt sagen, gell? Aber Team Messi oder Ronaldo? Oh, schwierig, aber ich sag ganz klar Messi. Ziemlich gleich, aber ich würde auch eher Messi sagen, jetzt nach der WM auch und so. Auch eher Messi. Du? Ich war immer Ronaldo. Für mich war immer ganz klar. Und jetzt? Ich ändere meine Meinung natürlich jetzt nicht. Das kann ich auch nicht. Das könnte ich mir nicht mehr im Spiegel anschauen. Aber natürlich, jetzt mit dem Erfolg, was Messi mit seinem Land geholt hat, ist es, glaube ich, schwer, um Messi rumzukommen, aber ich war immer Team Ronaldo. Gegen wen hättest du denn weniger Lust zu verteidigen? Boah,
auch beide, glaube ich, sehr unangenehm. Ja, ich glaube dennoch, dass Ronaldo einfach ja so unglaublich, ja, Messi natürlich auch, aber ich glaube, dass Ronaldo nochmal einen Tick einfach, Messi hat halt dieses Fußballerische gehabt, er war so oder ist so unglaublich stark am Ball und ich glaube, Ronaldo war einfach eine Tormaschine. Das heißt, wenn du als Verteidiger dem ein bisschen Platz gelassen hast, dann glaube ich, war es immer relativ sicher ein Tor und deshalb glaube ich, dass Ronaldo vielleicht nochmal einen Tick unangenehmer als Verteidiger zu verteidigen ist, aber brauchen wir nicht drum herum reden. Beide, glaube ich, sind sehr unangenehm. Hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Und ja, wie gesagt, gibt's Gas. Alles Gute und vielleicht sehen wir uns wieder mal. Ja. Tschüss. 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 Kann ich vielleicht noch ein Foto machen? Klar, klar, klar. Super. Wunderbar, dann sage ich danke. Tschüss. Ne? Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Unglaublich, wir durften den besten Spieler der Welt Fragen stellen. Das musstest du jetzt aber sagen. Da gab's doch irgendeine Bestechung, oder? Trikots habe ich für die Kinder mitgebracht. Und dann dürfen wir auch noch genau hier Fragen auf der Pressekonferenz stellen. Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Bundesliga-Restart beim 1. FC Köln am Samstagabend. Hier auf dem Podium begrüße ich Clemens Fritz und Ole Werner. Und wir haben heute ganz besondere Gäste, nämlich drei Nachwuchsreporterinnen. Und zwar Yara, Tadeo und Lukas, die zum einen bei unserer Kids Week von Werder, aber zum anderen bei Next Generation von Sky am Start sind. Und die drei haben jetzt quasi den First Pick und dürfen ihre Fragen stellen. Ich glaube, Lukas wollte anfangen. Dann leg bitte mal los, Lukas. Hallo, Sie wollten die Woche nutzen, um auf 100% zu kommen. Sind Sie mit der Trainingsleistung zufrieden? Ja, hallo erstmal von mir an euch alle. Ja, grundsätzlich schon, war Feuer drin diese Woche, war Intensität drin. Die nächste Frage kommt von Yara, bitteschön. Hallo auch von mir. Wie ist es für Sie, einem Spieler zu sagen, dass er nicht im Kader ist? Ja, das gehört zu den unangenehmen Aufgaben, aber es ist eben auch so, dass man diese Entscheidung als Trainer treffen muss und dafür werde ich bezahlt und ich bin derjenige, der diese Entscheidung ja, treffen muss. Tadeo ist der Nächste, bitteschön. Ja, hi. Ich wollte fragen, was ist Ihrer Meinung nach die größte Stärke im Team? Der Zusammenhalt, würde ich sagen. Ihr habt, glaube ich, mit dem Niveau der Fragen gut vorgelegt. Dino Benabeo, jetzt bist du gefragt. Mikro liegt hinter dir. Das wird jetzt nicht so gut wie die drei Kollegen hier hinter mir. Und was wäre ein Tag bei Werder ohne Fußball? Was machen wir denn überhaupt? Wir spielen Closest to the Line. Ihr seid zu viert. Das kann ich nur. 3, 2, 1. Wer gewinnt? Ihr beide dürft trotzdem mitmachen, aber wer von euch beiden gewinnt? Wer holt sich das Ding? Ich würde erst sagen, ja. Mal schauen, mal schauen. Jetzt bin ich aber gespannt. 3, 2, 1. Hey. Gratuliere. Stark gemacht. Danke. Tja, hat leider nicht gereicht, Manu. Was für ein Erlebnis. Kind sein ist einfach das Beste. Willkommen zur Frage der Woche. Und zwar wollen wir diese Woche wissen, was das Beste daran war, ein Kind zu sein. Einfach auszuschlafen. Dass man keinen Stress hatte. Ohne Gedanken einfach irgendwas zu machen. Ich glaube, dass man einfach in den Tag gestartet ist und wusste, man hat keine Verpflichtungen. Ich glaube, dass man eigentlich tun und lassen konnte, was man will. Der Bolzplatz. Werder TV stellt einfach die besten Fragen. Das musst du jetzt sagen, gell? Nein, wirklich, die sind immer gut. Also es sind manchmal schon ganz, ganz coole Fragen dabei. Und also ich find's schon ganz cool so, muss ich sagen. Ja. Manchmal coole Fragen? Ja, muss ja ehrlich sein. Also ab und zu gibt's schon coole Fragen auf jeden Fall. Also schaut mal rein bei TikTok. Ja, lohnt sich auf jeden Fall, safe. Guckst du dir die danach dann auch selber an, was die anderen geantwortet haben? Also ich gucke manchmal rein, aber das Ding ist, bei mir ist immer so, dann schicken mir immer meine Kollegen die TikToks und sagen, ja, was hast du denn da wieder für einen Scheiß geantwortet? Was laberst du, sagen die immer. Ja, das schaue ich immer ab und zu mal rein, ja. Es lohnt sich, genau wie die Angebote von Werder für uns Kids. Yara und ich dürfen sogar mit dem Kids Club im Kino der Profis das Spiel gegen Köln angucken. Hier darf eigentlich keiner rein. Und wo dürfen sonst auch nur Neuzugänge rein? Ins Butter bei die Fische Studio. Also, dann mal Butter bei die Fische. Alt oder forever jung? Eher forever jung.
Forever jung. Forever jung. Grün oder weiß? Grün. 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 Marco Friedl oder Marvin Ducksch? Marco Friedl. Marco Friedl. Friedl. Marco Friedl oder Niklas Füllkrug? Niklas Füllkrug. Niklas Füllkrug. Niklas Füllkrug. Niklas Füllkrug oder Anthony Jung? Oh. Beide. Charmant gelöst, aber geht nicht, ne? Entscheide ich für jemanden. Ich bin auch nicht sauer. Okay. Niklas Füllkrug. Niklas Füllkrug. Sei ehrlich. Niklas Füllkrug. Anthony Jung oder Leo Messi? Von der Sympathie Anthony Jung. Anthony Jung. Leo Messi. Ui, zweimal durchgefallen. Passiert. Gegentor oder Notbremse? Notbremse. 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 Werder TV oder Sky? Werder TV. Werder TV. Werder Bremen oder 1. FC Köln? Werder Bremen. Werder Bremen. Super. Die letzte Frage war natürlich die einfachste. Mit unserer Unterstützung gewinnt Werder gegen Köln. Ja, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich wünsche euch natürlich sehr viel Spaß beim Spiel in unserem Kino. Wir werden alles geben für 3 Punkte. Und ja, alles Gute, nochmal vielen Dank und liebe Grüße, euer Marco. Das war Inside mit uns Kids. Drückt Gefällt mir und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und darf ich jetzt vielleicht auch nochmal was sagen? Also du bist da absolut raus nach dem heutigen Ding. Die ist viel angenehmer, also können wir das in Zukunft öfter machen. Aber du bitte nicht mehr. Du bitte nicht mehr. Ich mach's gerne öfter. Ich komm gern wieder. Das schneide ich ganz hinten dran tatsächlich. Kannst du machen.